Jo, servus, hier ist der Franke und ja, es geht weiter mit FIFA 18. Letztes Mal habe ich etwas verpeilt und zwar dachte ich schon, beziehungsweise ich dachte, dass diese Folge, die jetzt kommt, Folge 10 ist, aber ist das hier erst, oder schon Folge 11. Ja, habe ich etwas verpeilt, weil ich habe das am Stück aufgenommen und habe dann irgendwie mich verzählt, ich weiß auch nicht. Ja. Wir haben das letzte Mal gestoppt vorm DFB-Pokal. Und wir können uns mal die kurze, die restliche Runde anschauen. Da fehlt irgendwie die Hälfte. Achso, das ist Bundesliga. Ich depp. Das ist, ne? Also Dortmund aus einer Brücke rausgekickt. Und Dortmund ist auch unser nächster Gegner. Ich bin sehr gespannt. Denn ja, es geht gegen. Ach du Scheiße, der ist auch noch rot gesperrt. Das wird interessant. Ich hab grad irgendwie Schluck auf. Ach, Mensch. So. Sally startet diesmal direkt auf der linken Position. Muss mal gucken, wen wir dafür reinpacken. Hm. Ja, doch, dann lassen wir das so. Beziehungsweise so viele ZDM brauche ich nicht. Gislason. Nehmen wir mal für die Seiten mit rein. Sully übernimmt die Position von Werner und ich hoffe mal, das passt so. Und ich hoffe mal, wir kriegen nicht so hart auf die Fresse. Oh, Deutschland hat gegen Frankreich 1-1 ausgemacht. Ist zwar ein Freundschaftsspiel, aber. Nee, ja, genau. Schießt du, Depp. Ja. Runde Nummer 3. Es dürfte das Achtelfinale jetzt sein. Ja, Kommentatoren sind es dann doch nicht dabei. Denn ich übernehme das Ganze. Und ja. Auftakt von Dortmund. Starten hier mit dem Spiel. Eieiei. Ich bin hier sofort raus. Schirle auf Aubameyang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Werte dieser Dampfring sind nicht schlecht. Aber momentan geht's noch. Es sind zwar erst 4 gespielte Minuten, aber ich hoffe, dass wir trotzdem was reißen können. Sully jetzt auf der Flankenposition. Bringt ihn rein. Da ist nur einer. Löwen immer noch auf der Seite. Jarmolenko kann sich hier durchsetzen mit einer schönen Drehung. Oh Gott, und das ist das erste Tor nach 11 Minuten. Aubameyang macht's. Da stand halt frei, konnte das Ding einfach reinmachen und schlecht verteidigt von Nürnberg. Ich erwarte auch nicht, dass wir das Spiel gewinnen. Ich meine, gegen Leverkusen, das war eher so eine Glückssache, würde ich mal. Oh Gott. Eieieiei. So eine Glückssache. Kann ich schon die nächste Bude fangen? Ja, die sind halt auch von einfach schneller als meine Spieler. Besser der Werte, dann nur noch auf Legende. Wie gesagt, ich erwarte von diesem Spiel her nicht so viel. Und Aubameyang wieder frei und da ist die nächste Bude. Ja, das könnte interessant werden. Tor Nummer 2, Weigel hat's gemacht. Ey Gott, Herr im Himmel. Dazu sage ich nichts mehr. Also ich werde ihm Training knechten wie sonst was. So, was nicht nochmal passiert.
Versuch des Weitschuss. Erste Aktion von Nürnberg. Wir spielen auch daheim. Ich meine, gut, wir haben auch Heimrecht als Zweitligist. Ja. Lauf in die falsche Richtung, du Vollidiot. Ja, nächste Bude. Qualitativ immer viel hochwertiger als mein komplettes Team. Also, ich glaube, ein Vereinswert von. Oder ein Kaderwert von 90 Millionen. Nee, nicht mehr. Nee, die haben. Mehr, glaube ich sogar. Bin mir nicht sicher, aber. Gib ihn halt zum richtigen Mensch. Er spielt sich den Ball selber an die Hand. Einfach mal Ballverlust. Wegen sowas. Das ist einfach GG. Aber Leibold jetzt mit einer Möglichkeit. Gibt ihn runter auf Möwald. Und er zieht mal ab. Gute Chance. Eckball für den Club. Möwald gibt auch die Flanke schön rein. Ah, da ist keiner. Nur weil der Depp hinfällt, war es wieder ein Foul am Arsch. Boah. Was bezahle ich dich? Knecht. So, Valentin jetzt mit einer Möglichkeit. Ah, ich hätte hochgeben sollen. Verdammt. Nächste Möglichkeit, gibt es hier Gelb für Schmelzer. Sehr schön. Das könnte noch nützlich werden. Möwald. Gibt ihn kurz rein, rausgefaustet. Aubameyang gewinnt auch das Kopfballduell. Aber, Alter, gib ihn doch zurück, wie ich es gedrückt habe, du Sacknaht. Echt? Drei Tore in der nächsten Halbzeit aufholen. Das kannst du ja vergessen, dass ich das schaffe. Ich bin froh, wenn ich eins mache. Aber verdiente Führung auf jeden Fall momentan von Dortmund. Kann momentan nicht wirklich viel machen. Außer hoffen und beten. Dass ich nicht noch mehr Buden kassiere. Allein wie sich der Aubameyang schon positioniert, ist halt. Weißt du, es ist sowas von obvious, dass mir der Typ gleich den Ball abnimmt. Und er gibt ihn hoch. Oh, das wird die nächste Bude. Oh, er hält. Ja. Jawohl, Sully. Da ist so viel Platz, Junge! Und du spielst ihn genau dazwischen! Alter! Das ist voll der Wahnsinn! Da ist so viel Platz und was macht der Spiel denn genau zum Gegner? Eigentlich müsste da Strafe in die Vereinskasse zahlen, der dumme Sack. Mach doch einmal einen vernünftigen Pass, echt. Wieder Aubameyang, ey. Nee, das ist. Wir wechseln mal aus, bevor ich hier noch einen kompletten Anfall bekomme. Ja, Sully muss ich drin.
Vielleicht doch drin lassen. Ja, tun wir mal Ishak raus für Teuchert. Vielleicht kann der Teuchert was reißen. In 20 Minuten, Alter. So, Hanno Behrens. Lauf halt nach oben. Was ist denn mit dir falsch, du Sack? Ey, Kerk, ne? Ich hasse dieses dumme Arschloch. Nie läuft er in diese Fickfotzen-Position rein. Das ist der Wahnsinn. Da ist so viel Platz und was macht er? Bleibt stehen. Das gehört eigentlich direkt verprügelt. So, das hat man auf dem Bolzplatz als letzten Spieler gepickt, ey. Ja, ich hole mir den Ball, verliere den Zweikampf trotzdem und der Gegner kriegt den Ball. Vater, ey. Ja, lass meine Spieler erst rennen. So, Sully raus, Gislason rein, aber das wird eine Niederlage. Aber das war klar. Unglaublich, wie die drücken. Die führen 3-0 und drücken mir sonst was. Ja! Wenigstens ein Tor. Hol den Ball, du Arsch. Lass mir. Ja! Feier dich als Fußballgott, wenn die Zeit vergeht, du Vollidiot. Eieiei. Und Kerk macht auch noch das Tor. Natürlich steht da direkt der Gegner. Und es gibt locker Elfmeter, natürlich! Natürlich! Weil die sich alle drehen können wie Messi. Ja, komm, stress nicht rum, schieße noch den scheiß Elfmeter und lass mich dann in Ruhe mit dem scheiß deutschen Pokal. Mal noch rechts. Keine Chance, ich habe keine Ahnung, woran man erkennt, wohin dieses Arschloch schießt. Ja, ich bin heute etwas ausfallend. Aber ist ja auch kein Wunder gegen Dortmund. Was willst du da großartig machen? Ja, feiert euch, weil ihr einen Zweitligisten besiegt habt. Ja. Das war doch mal nettes Ründchen, ne? Wer ist noch so weiter? Ja gut, alle Zweitligisten rausgeflogen. Kein Wunder. Was kriegen wir denn als... Achso, die Sperre ist abgelaufen. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Oh scheiße, ich hab vergessen das Training zu machen. 600... Na gut, eine halbe Mille. Alushi. Von mir aus können die alle gehen. Ist mal blöd gesagt. Ich bin da nicht so drauf angewiesen, dass die weiter dabei spielen. So, Rückrunde. Kaiserslautern am Stissel. Gehen wir gleich rein in die Partie. Am Betzenberg. Nürnberg wurde auswärts. Spieltag Nummer 18. Abmarsch. Ja, nach der Niederlage in Dortmund müssen sie wieder was gut machen. Wobei, also die Verteidigungssituation war doch schon ordentlich miserabel. Läufst in die eine Richtung, kommt einer. Läufst in die andere Richtung, kommt auch einer.
zumindest Eckball eine Chance. Von Nürnberg. Leibold bringt das Ding rein. Das ist eine Möglichkeit. Alter. Everton. Ach nee, das war nicht Everton. Das sind meine. Und sowas ist keine Hand oder was? Natürlich. Natürlich. Ah, der Torwart ist safe. Geht auch gleich weiter. Alter. Blödes, arschgeficktes. Wieso würde ich denn sowas von umhauen, dass er einfach sich dieses scheiß Bein bricht und nie wieder aufsteht? Noch angestimmt kommt wie so ein behinderter Ochse, ey. Die stehen so dicht. Kein Durchkommen. Oh Gott, keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, ey. Chance Nummer 1 für Lautern. So, Leibold. Heute klappt irgendwie bei mir nix. Ja, ihr seid genauso Ronaldinho und was weiß ich was. Schieß einfach aus der Drehung, aus der Luft. Denn du hast es drauf. Du hast die Power. So, Valentini jetzt von der Seite. Alter, werden die hier bedrängt, Mann? Komisch, bei mir klappt das nicht. So, Everton leitet jetzt eine Möglichkeit vielleicht ein. Da die ziehen sich sofort so krass zurück. Was sie da machen. Ja! Immer doch. Ach, Frankreich führt mittlerweile auch schon wieder ganz großes Kino. Alter. So, Leibold jetzt. Werner bewegt sich halt einfach keine Schnitte. Ja, genau! Zwei Spieler springen über den Ball. Seid ihr behindert? Die haben alle Lucky Soffen, ey. Das ist doch so ein Witz. Den hau ich auch gleich noch um, ey. Bestimmt kommt denn jetzt der Gegner. Ach, Werner, wie wär's mal mit Laufen oder so? Ist ja nur ein Flügelspieler. Alter, mein scheiß Handy geht auf den Sack. Mit seinen scheiß Sprachnachrichten, das bleibt mich in einer Tour zu, ey. So, wieder mal Leibold. Werner. Jetzt die Möglichkeit für Werner. Und der Schalt. Daneben schießen, Alter. Ja. Ja. Ja, 0-0. Zur Halbzeit. Schauen wir mal, was noch so geht, ne? Anstoß für Kaiserslautern mit Kessel, der den Ball bekommt auf der Flanke, gibt den direkt an Castanier weiter. Naja, genau, am besten nochmal zum Gegner jetzt, dann wäre es perfekt. Den kriegt der Gegner, Alter, ihr hässlichen, unfähigen Maden. Ich esse eure scheiß Augen.
So, Werner jetzt auf der Flanke. Keine Anspielstation. Oh, dann schießt er drüber, Mann! Ich weiß nicht mehr, welcher Idiot war. Idiot, das war Pschibuiko. Pschibuiko. Was ein Name. Komm, Zrelak, lauf schneller. Schädling. Ja, da sind. Alter, ich kotz. Ey. Ah. Anstatt dass der Verteidiger hingeht. Nö, da lassen wir lieber den Mittelfeldspieler, der so viel Ausdauer hat, dahin rennen, wie ein Irren. Ah, der wird aufgehalten von. Alter, ich kotze im Strahl. Ja, Ishak mit der Möglichkeit, Müller. Hält den Ball sicher. Jetzt Quevado, was auch immer. Aber Nürnberg mit dem Ballbesitz. Valentin. Jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Zrelak wird geschickt. Hört aber hier auf mit dem Spurt. Gib ihm den Bodycheck, Alter. Ich mach dir einen Uppercut, du Arschloch. Alter, seid ihr alle unfähig, normale Pässe zu spielen? Okay. Erster FC Nürnberg. Vize-Rekordmeister in Deutschland. Wir lernen jetzt im Training Passspiel. Obvious. It's Captain Obvious. Ich kotze echt im Strahl heute. Kannst du denn dagegen Everton? Der kann sich hier doch mal durchsetzen. Ja, vielleicht sollte ich doch mal auch mal auswechseln. Ich habe heute scheiß Aphasie, ey. Heuchert hebe ich mir noch auf für die 80. Das ist doch. So, totaler Angriff. Vielleicht kriege ich einen Konter hin. Ja. Sehr schön. Der hat bestimmt noch Schuhgröße 48. Der bleibt stehen! Lauf doch, Junge! Herr im Himmel! Ich krieg echt Arsch-Aids mit diesem Kerl! Ich verkauf das Arschloch! Herr im Himmel, echt! Meine Fresse! Da ist so viel Platz! Kann man so beschissen sein, echt? Ich bin Flügelspieler! Ich bleib mal da drauf stehen! Ich muss mich ja nicht bewegen! Fußball ist ja kein scheiß Laufsport! Dummes Arschloch, echt? Der bleibt auf der Bank, der Sack! Alter, ey. Kein Wunder, dass du eine 5,6 hast, du Spast. Alter Vater, ey. Fick dich, Wales.
Hoffentlich trainiere ich den Idioten nicht. Gott sei Dank. Gönn dir erstmal F. Ah. 2 Punkte trennen uns noch vom Relegationsplatz. Klasse. So, gucken wir mal. Ja, Wolf geht fast auf 60, ist doch 60 ist es. Gut zurückziehen. Ja, interessiert keinen. Achso, das war das schon. Nein. Oh, komm denn. Nein. Weg. Wow. Mit Brisbane Raw gekommen. Boah, der Typ ist wertemäßig echt stark. Außer Boutei. Das gewechselt. Palacios Martinez. Drang läuft nicht. Ah, es könnte. Na ja, gut, so stark ist der jetzt auch nicht. Wie Pundulu. Weiß ich nicht mal, was das für ein Land ist, ey. Was von den Werten her zu schlecht. Nicht das, was ich mir hoffe. Chano, der ist auch zu teuer. Nope. Nope. Schliskovic. Schipski. Der ist zu teuer. Der wäre halt gut, weißt du? Gute Werte. Ja, genau. Timo Werner und Aubameyang werden mir hier angezeigt. Die könnten mich alle mal am Arsch lecken. Vielleicht mal ein RM noch ranholen, der ein bisschen was taugt. Beweglichkeit, Antritt, Sprintgeschwindigkeit. $40 million. Gönn ich mir, ne? Hm. Ah, das ist jetzt Haraguchi. Probieren wir es halt mal mit dem, mein Gott. Wobei. Das ist ein Erstligist, den werden sie sicherlich nicht hergeben. Ja gut, dann hat sich diese Suche hier auch erledigt. Wird mal weiter simuliert, vielleicht können wir noch eine Trainingsrunde machen. Emil Zimmermann. Once Caldas. Na gut. Juckt nicht. Wer wäre denn Christopher Klein? Gucken wir mal. Nein. Ja. Du vergiss es, du bleibst schön hier. Profi-Team übernehmen. Ach, das geht einfach so. Ja, nee. Christian Becker. Noch ein 60er hier drin. Nee, aber der ist auch nicht schlecht. Der Golf. Muss ich weiter trainieren. Ich nehme die Vertragsangebote sehr gerne an. Ja, jetzt hättest du eine andere Wahl, Knecht. Der McLaren würde mir halt gefallen, aber der ist sau teuer. So, Transferphase beginnt wieder. Das heißt, wir können ein bisschen shoppen gehen. Ist der Kleine nicht mehr im Training? Den doch einen Profivertrag angeboten. Ach so, weil er jetzt hier dabei ist. Ah ja, Granatowski habe ich mir gekauft. Ach, weil er verletzt ist. Scheiß Knecht. Der einzige, der sich lohnt, ist einfach mal der Kerk. Und auf den habe ich keinen Bock.
machen wir nochmal den Wolfi. Hier pushen wir mal. Den Bock, den Zettel zu pushen. Machen wir mal den. Bisschen Jugendspieler pushen. Na, Wolf, 61. Vielleicht mal die Dinge umstellen. Jawohl. Juckt nicht. Weg mit dem Dreck, weg mit dem Dreck, weg mit dem Dreck. Mit Vorvertrag ist angekommen. Jawohl. So, das machen wir noch zu Ende und dann machen wir hier Schluss. Für die. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das Potenzial ist zu gering. Achso, das ist der, der schon einen Vertrag hat. Ja gut, den brauche ich nicht mehr. Budget automatisch andere Spiele verbrechen. Ja, lol. Hier steht nicht, dass du. Ja, lol, was ist denn jetzt los? Die Spieler sind ja krass. Schienbeinbruch, ach du Kacke, ey. Du scheiß Knecht. Erich Krause, das ist der eine, den ich geflüchtet habe. Ein gutes Potenzial hat. Der war jetzt der mit 600 irgendwas wert. Was ist denn wert? Da, der war das. Ja, lol. Natürlich nehme ich den Safe rein, Alter. Der ist auch schon 400.000 wert. Ach du Kacke, ey. Also, mein Jugendmäßig habe ich einiges zu bieten. Wir werden vielleicht nächste Runde mal die Dinge ein bisschen umstellen und ich werde mir Gedanken machen zu zukünftigen Transfers, die wir vielleicht noch holen können, wobei wir nicht so viel Kohle haben. Aber mal gucken, was man machen kann und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ja, bis zum nächsten Mal und Servusle.